Und seid damit herzlich willkommen zurück bei Fable Anniversary in einer neuen Folge. So, ich habe, ist ja schon wieder eine Woche her, ne? Ich muss gerade erstmal ganz kurz hier, bevor wir hier losstarten, die Räuberspion-Rettung. Da waren wir gerade und wir müssen mit der guten Dame hier sprechen. Hallo, ich wollte mit dir reden. Ich heiße Tanja. Ich bin eine getarnte Räubergeheimagentin. Jetzt nicht mehr. Otto, unser Agent, hat heimlich eine Händlergruppe infiltriert. Aber das Netz zieht sich um ihn zusammen. Wir müssen ihn rausholen. Folgt mir. Meine Räuberbosse erklären dann mehr. Okay. Quatschen wir sie einfach als random an? Ja, ich bin eine geheime Räuberspione. Niemand weiß, dass ich Spion bin. Erzählt sie wahrscheinlich jedem. Wir wollen eine Handelskarawane überfallen. Otto gehört zu uns und reist inkognito mit. Er hat bereits ein paar Sachen geklaut. Wir müssen unseren Mann da rausholen, bevor die Karawane dort eintrifft. Ihr könnt ihn leicht erkennen. Er ist der mit dem großen Schnäuzer. Sucht ihn, erregt seine Aufmerksamkeit oder bringt ihn dazu, euch zu folgen. Dann müsst ihr mit ihm zurück nach Nord-Bowerstone. Tanja und ich erwarten euch dort. Wir helfen euch, aber wir sind nicht dumm. Das kostet euch 100 Goldstücke pro Mann. Aber sämtliche Beute, die wir unterwegs machen, gehört euch. Die Karawane entkommt! Boah, das klingt doch nach einem guten Job. So, jetzt machen wir die Endziehen weg hier, damit wir nämlich anfangen können. Sonst latschen wir nämlich weiter. Verfolgt die Händlerkarawane und rettet Otto. Wir haben die Großtaten ohne einen Kratzer, Wächtermassaker, Händlermassaker und Solo-Mission. Das heißt, wir heuern auch niemanden sonst gegen an. Gegen diese Wachen? Oh. Da braucht ihr mich. Nein. Für euch? Nein. Wie ihr meint. So, wir machen uns direkt auf den Weg. Wie fehlt hier auch gerade schon wieder die Mucke. So, warte mal. So, komm mal. Jetzt mich ver... Ach, fucking hell. Entschuldigung. Ich hab da was vergessen. Warte. Welcher müsste das sein? Der hier, glaube ich. Der Kontrollpunkt. Ich hab vergessen, den fucking Zauber anzumachen. Ich bin's gewohnt, dass der immer an ist. Und jetzt war er nicht an. Wir überspringen den Scheiß, ne? Keine Sorge. So. Braucht ihr meine Dienste? Nein, ich rede doch überhaupt nicht mit dir. Jetzt geh doch weg. Ihr wisst, wo ich Schnauze. Bin. So, warte. Mit den Zaubern übrigens, ne, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber eins nach dem anderen. Erstmal die Kollegen hier alle. Schön, dass ihr alle direkt an einem Ort seid. Das finde ich sehr gut. Muss ich nämlich nicht überall hinrennen. Und wir kommen schneller dahin, wo wir hin müssen. Denn ich glaube, wir haben auch nicht ewig Zeit. So, na Jungs, alles klar bei euch? Ist ja auch so low. Was ist denn los bei euch, ey? Gebt mal ein bisschen mehr trainieren. So. Wir werden natürlich alles umlatzen. Also abgesehen davon, dass es eh ein zusätzliches Questziel ist, was wir haben. Ach, schau mal hier. Wir werden alles umlatzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht den Falschen erwischen. Gerade bei den Händlern natürlich. Ja, du bist es auf jeden Fall schon mal nicht. So, gib mir ein Loot. Alles bitte. Danke. Ein Knusperhühnchen, das darf nicht fehlen. So, warte. Erstmal ihn hier. Jetzt sag mal. Ach, hau doch ab. Warte. Sag mal, ich ziel hier hin, du. Geht doch. Och, Leute, ey. Das Zielen ist teilweise echt eine Katastrophe, weil der visiert immer erstmal die sowieso schon feindlichen Charaktere an, obwohl ich eigentlich ihn hier genau angucke. Nein. So, euch haben wir mal alle. Oh, ein Gagahat, den nehmen wir gerne mit. So, das waren noch, glaube ich, die Leutchen hier. Weiter geht's zur Mühle. Ich lasse mich hier auch jetzt nicht großartig aufhalten, weil wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da ewig Zeit haben. So, ich glaube, die sind alle im Haus oder auf dem Haus, ne? So, kommt mal ran hier. War hier einer? Nein? Okay, dann sind sie alle oben. Hallo? Hä, wo sind die denn? Ah. Versteckt ihr euch also? Jetzt nicht mehr, mein Freund. So. Wie immer alles mitnehmen. Da kommt noch einer. Wer bist du denn? Ach, ein Attentäter. Die hat man noch gar nicht, glaube ich, ne? So, die stecken auch ein bisschen mehr ein. Und da, huch, da vorne wartet noch einer auf uns. Ich gönne mir hier gerade mal schnell einen kleinen Blaubeersaft. Na, mein Freund. Bisschen prügelfällig. So, ciao. Alles klar, so, weiter geht's.
Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast da. Ja, das sieht gut aus. Was soll denn das hier? So, schau, mein Freund. Das müsste der Richtige sein. Jetzt. Du auch. So, wir müssen, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass wir... Jawohl, das haben wir. Okay, die Händler sind alle tot. Dann brauchen wir jetzt nur noch ihn hier. Aber um den kümmern wir uns gleich. So, erstmal machen wir nämlich die beiden Kollegen hier hinten noch. Sollt ihr Kontakt mit mir aufnehmen? Ja, das sollen wir. Aber erst von denen. So, erst wenn alle... Mein Kontakt sagte, ich soll nach Nordbauerstone wenden. Was ist los? Ihr gehört bestimmt zu meiner Bande. Holt mich hier raus. Wir sind schon dabei. Alle sind tot. So, und den können wir jetzt ganz gemütlich mitnehmen. Die anderen sind jetzt nämlich erstmal weg. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob... er kommt hinterher, okay. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob jetzt welche respawnen auf dem Rückweg. Was geht hier vor? Naja, wir retten dich. Wir retten dir deinen verdammten Arsch, Junge. Ich habe Angst. Kein Grund zur Angst. So, ich, wie gesagt, ich glaube, die respawnen jetzt. Ja, tun sie. Okay, dann wir müssen vorsichtig sein. Warte mal, kann ich hier mal schnell, wo ist Kennen es? Kennen wir uns? Noch nicht, mein Freund. Das machen wir nachher, schön beim Käffchen. So, hier. Bevor die nämlich anfangen, ihn anzugreifen. Nein! Ja, das hat nicht so gut geklappt. Weil die immer so schnell wieder aufstehen. Die bleiben nicht so lange liegen und das ist ein bisschen schwierig. Ich wusste, meine alten Kumpels würden mir helfen. Nackenklatsche kommt erst noch, mein Freund. So, da sind natürlich auch noch welche. So, komm mal ran hier. So, du kommst weg. Alt, weg. Oh, fuck, Alter, es sind so viele. Weg! Hört auf! So, da sind, glaube ich, noch mehr unten. Wir müssen uns beeilen, denn die greifen nämlich, glaube ich, die Räuber gerade unten an. Komm her, ihr cool. So. Go, 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 go. Hier fehlt immer noch die Mucke irgendwie, ne? So, los, 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 los. Moin, Jungs. So, wir können nicht alle retten. Groß hat abgeschlossen. Die Wächter sind in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Jawohl. Gute Arbeit. Naja, es hätte besser laufen können, glaube ich, vielleicht. Uff. So, hier ist euer Kollege. Ihr braucht Muskelkraft. Das? 100 Goldstücke und ich helfe... Hä? Nein. Wie ihr meint. Ach so, wir müssen ja durch die Tür gehen. Stimmt, da war ja was. Zum Glück war es keine Großstadt, dass der Typ... Danke, wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Wir hören voneinander. Und vergesst nicht... Die blaue Nymphe duckt sich 3:15. Die blaue Nymphe? Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Wir haben ihnen wertvolle Informationen und Beute gestohlen. Hier, nehmt das als euren Anteil am Profit. Ja, vielen Dank. Die Schärfenverstärkung nehmen wir sehr gerne. So, den Händler kommen. Nur leicht makaber. 11.000 haben wir gemacht mit der Quest. Nice. 13.000, fast 14.000 Erfahrungspunkte. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben alle Großtaten. Nice. Sehr schön. Die blaue Nymphe duckt sich 3:15. Das habe ich tatsächlich noch nie verstanden. Ob das irgendwie entweder ein Insider ist oder ein Hinweis auf irgendwie ein irgendwas Verstecktes. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja mehr. So, wir haben Kohle gemacht. Jetzt irgendwas wollte ich gerade machen. Jetzt habe ich vergessen. M&Ms. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Ach ja, genau, jetzt weiß ich ja. Die Schärfenverstärkung. Die Schärfenverstärkung. Wo ist denn unser schöner Bogen? Da, da können wir nämlich direkt nochmal eine weitere Schärfenverstärkung draufpacken jetzt. So, da macht er nämlich schon 217 Schaden. Da können wir ordentlich was rausholen aus dem guten Stück. Genau, und ich glaube, das war auch gerade alles, was wir an Nebenquests haben, kann das sein? Also die, die jetzt gerade so... Ah nee, Durchgang zur Hauptquest. Ah nee, das ist die Dingens. Das ist die Hauptquest. Angriff des Attentäters. Da können wir eigentlich mal hingehen, ne? Wir können eigentlich mal nach Northold Lake rüber. Da ist eh auch noch der Bogending hier, ne? Der Bogenschusswettbewerb, tralala, ne? Da können wir auf jeden Fall auch nochmal reinschauen.
Hallöchen. Oh, wir können Miete eintreiben. Sehr schön. Machen wir das doch auch gerade mal. Und da ist der Bogentypi. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das mit dem Attentäter... Ach Mensch, die sind hier gerade am Prügeln. Hatten wir das schon? Nur die härtesten Krieger dürfen diesem Faustkampfclub beitreten. Ach, wir müssen ja nochmal zu den Räubern. Stimmt ja, da war ja was. Wir müssen ja nochmal zu den Räubern, damit wir da den Faustkampfclub machen können. Wir sind schon wieder nicht mehr geschützt, aber es liegt, glaube ich, gerade an Bowerstone. So, ach, siehst du mal, ich schaue mal ganz kurz was nach. Und zwar das Ding, was in den Kommentaren geschrieben wurde. Da muss ich mal ganz kurz hier hin. Nee, Quatsch, nicht hier. Da muss ich mal ganz kurz hier hin. Und dann ist das, glaube ich, Fertigkeiten. Müsste hier sein. Zuordnen. Nee, geht leider nicht. Weil wegen Controller kann man leider immer nur einen Zauber gleichzeitig in der Leiste haben. Ich weiß, das ist halt echt scheiße. Das ist echt scheiße, aber naja, gut, was willst du machen? Ich werde mal ganz kurz hier bei unserer Hütte, also die wir vermieten, die werde ich mal ein bisschen aufhübschen. Damit wir hier noch ein bisschen mehr Miete eintreiben können. Ausrüstung. Gott, wo war denn das? War, glaube ich, hier? Nein. Toll. Hier und dann da. Ne, und dann gibt es ja verschiedene Trophäen. Quatsch, die waren hier die Trophäen. Gibt ja verschiedene Trophäen. Und je höher der Wert ist, desto mehr Miete kriegt man am Ende. Zum Beispiel das Räubersiegel. Das können wir hier mal benutzen. Ich weiß, die kann man auch verwenden natürlich, um mehr Bekanntheit zu bekommen. Aber, ja, die kriegen wir auch so. Ja, ich weiß, Geld kriegen wir auch so, aber... Ihr wisst ja, wie es ist. So, haben wir noch mehr mit hohem Wert. Der hier hat, der hat 2000, den brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr, das Champion-Siegel. Und das war, glaube ich, auch alles, was wir hier aufhängen können. Ich schaue nochmal, ob wir noch was anderes haben, was einen Wert höher als 1000 hat. 800, 1000, 1000, 900, 800, 1500 hätten wir hier. Ja, dann nehmen wir doch den. Kann ich das tauschen direkt? Ich glaube schon, ja. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Bude gepimpt. Das ist nicht verkehrt. Dann kriegen wir da nämlich, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Miete noch raus. Das ist immer gut. Weil wir so wenig Geld haben. Aber hey, 180.000 können schnell weg sein, je nachdem. Also ich meine, die teuersten Sachen haben wir jetzt, unter anderem halt das Schwert. Mit dem Geld, was wir natürlich komplett legal erworben haben. Aber hey. So, eine Sache gucke ich gerade nochmal, bevor wir hier hingehen. Und zwar, ich glaube, die Attentäter kamen immer von hier oben. Mich recht entsinne. Ich weiß zwar nicht genau warum, weil das ist doch ein irgendwie sehr eigenartiger Spawnpoint. Und ich frage mich, warum man da über den Baum nicht drüber gehen kann. Das wäre eigentlich total nice. Aber hey. Okay, keine Freunde hier oben. Dann gehen wir mal zu dem Wettbewerb und schau mal, ey, mit Controller jetzt, das wird lustig. Eventuell, vielleicht switche ich dann da doch nochmal auf Maus und Tastatur. Weil mit dem Bogen, ja, ihr wisst ja, wie das ist. Aber gucken wir mal. So, mein Freund. Was haben wir hier? Bogenschützenwettkampf offen. Zeigt eure Fertigkeit. Ja, moin. Willkommen beim Wettkampf der Bogenschützen. Für 10 Gold darf man antreten. Ja, easy. Versucht es doch. Es winken tolle Preise. Für hohe Punktzahlen winken spezielle Preise. Ja, hören wir uns die Regeln noch einmal an. Stellt euch zuerst in den Kreis gegenüber dem Wegweiser. Dann habt ihr 60 Sekunden, so oft wie möglich auf die Ziele zu schießen. Die Ziele haben verschiedene Punktwerte, je nachdem, wo sie sind und ob sie sich bewegen. Und falls ihr näher ran wollt, vergesst es. Bleibt im Kreis oder ihr werdet disqualifiziert. Und keine Magie benutzen. Das wäre auch gemogelt und ihr würdet disqualifiziert. Ja, nur die Ruhe. Und zuletzt, auf mich wird auch nicht geschossen. Nicht? Okay, wir sind startbereit. So, mit dem... Ah ne, es beginnt nicht mit dem ersten Schuss. Fuck, nein, ich hab... So, jetzt wird es nämlich schwierig, die da hinten anzupeilen. Ist nämlich echt eine Kunst für sich. So, warte. Boah, das ist... also mit Controller, das ist kein Spaß. Ah. Jawohl, den haben wir. Also ich glaube, das Maximum, was ich da mal erreicht hatte, war irgendwas mit 600 Punkten, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich auch eine Weile dran gesessen.
Aber das war auch mit Maus und Tastatur, nicht mit Controller. Mit Controller ist das irgendwie echt, ja, nicht ganz so geil. Wobei es geht tatsächlich, es ist weniger schlimm als erwartet. Nein! Okay, mal gucken, was wir kriegen. Es das hätte ist euer Haufen. Ich addiere eure Punkte. Vielleicht gibt's einen Preis. Ein neuer Punktrekord. Prima. Nice. Schatztipp Nummer 4. Warte. Das nächste Bauwerk weist darauf hin. Folge der Richtung. Zögern macht keinen Sinn. Ja, ich versuche mal alle Schatztipps zusammenzubekommen. Wir haben ja jetzt schon einige. Ich glaube 4 oder vielleicht sogar 5 haben wir schon. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht haben wir sogar schon alle. Da müssen wir echt mal gucken. Huch, warte mal. Ich glaube, später bekam man noch einen. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung, was dieser Schatz ist. Überhaupt nicht. Übt ein bisschen für eure nächste Begegnung mit Hops und Nymphen. Ja, machen wir jetzt direkt. Hallo, kann ich? Ja, müssen näher ran. Willkommen. So, die Regeln brauchen wir nicht nochmal. Und wir sind startklar. Da gibt es nämlich noch mehr zu holen, deswegen brutzeln wir das hier mal eben durch. So, warte. Jetzt versuche ich es mal ein bisschen besser hinzukriegen als vorher. Was echt nicht einfach ist. Also übrigens, ich ziehe immer auf den da hinten, weil der bringt, glaube ich, auch am meisten Punkte. Jawohl. Ah, der war ein bisschen zu knapp. So. Also, ihr nein! Kennt die Regel, Held. Oh, Alter, du Vollonk! Ich bin aus Versehen auf R1 gekommen. Mann! Seid ihr bereit für eine... Ja, halt die Schnauze und lass mich machen. So, jetzt nochmal. Ach, zieh doch nicht da drüben irgendwo... Oh, Held. Ja, danke. Nochmal das Ganze. Muss den Finger von R1 wegnehmen. Nee, die Taste ist gefährlich. Da rollt er die auf einmal weg. So, 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 so. Nein, daneben. Ach, toll. Die vorherige Runde war gerade so viel besser. Und dann rollt er einfach durch die Gegend. So, ich sehe mich rollen. Was? So. Ja, gut. Also ich glaube, wir kriegen es trotzdem besser hin als die erste Runde. Ach, Mann, hau doch ab. Immer die Dinger, die sich da in den Vordergrund schieben müssen. Ah, daneben. Alter. Ja, es wird auf jeden Fall besser als vorher. Mann. Alter, hau doch ab. Das hätte deutlich besser laufen können. Schauen wir mal. Das ist euer Haufen. Sehen wir mal, wie viele Punkte ihr habt, ja? Der beste Punktestand, den wir seit langem gesehen haben. Das verdient einen Sonderpreis. Eine Rolle Klopapier zu Corona-Zeiten. Was denn das? Silberpfeil-Trophäe, die habe ich noch nie gehabt. Der Preis für den Sieg beim Bogenschützen-Wettkampf in Nothole Glade. Ja, geil. Mal sehen, ob ihr eurem Ruf gerecht werdet. Okay. Seid ihr bereit? Einmal machen wir noch, weil ich glaube, der hatte nämlich noch einen Silberschlüssel. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, er hatte einen. So, warte. Warum steht der überhaupt erstmal komplett verkehrt rum? So. Jetzt versuche ich nochmal Finger weg von R1 auf jeden Fall. Ach. Konzentriert bleiben. Ah, daneben. Nein. Zum Glück hat man das schon trainiert hier mit Genauigkeit und so. Was ist mit ihm los? Auf einmal das Ding im Vordergrund getroffen. Ah, Kacke. Komm schon. Nur nicht unkonzentriert werden. Deswegen bin ich etwas ruhiger gerade. Mann. Oh. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gummi. Ach, Kacke. Das war, glaube ich, nicht besser als vorher. Das war's. Sehen wir mal. Gut gemacht, oh Held. Toll, eine goldgelbe Möhre. Letzte Woche gewann. Okay, jetzt einmal noch. Jetzt mache ich Highspeed-Modus. Warte. Ja, Schnauze, lass mich hier machen.
und dreh dich gefälligst in Richtung des Feldes. Ich weiß nicht, ich glaube, da kriegt man aber weniger Punkte, wenn man weniger Wumms rangeht. Okay, schauen wir mal. Echt schwierig. Waffe weg, Held. Was? Sehen wir mal, wie viele... Ein neuer Punktrekord. Oh. Tollen Saphir. Hä? Nur 10 Gold für ich dachte, man bekommt hier nur einen Silberschlüssel. Mehr war so. Okay, vielleicht muss man dafür sogar noch eine höhere Punkte haben. Okay, reicht erstmal. Alter, puh. Das ist, also wie gesagt, ich werde eventuell doch mal mit Maus und Tastatur dann hier rangehen. Das ist, der ist halt echt knackig. Also es ist, Bogenschießen mit dem Controller ist, oder generell alles, was Ranged Weapons betrifft, ist mit dem Controller eigentlich immer furchtbar. Es sei denn, du hast irgendwie eine Zielhilfe oder so. Der Bogenschützenwettkampf ist jetzt eröffnet. Ja, das ist ganz toll. Aber wir sind nicht ewig hier. Was? Das gefällt mir nicht, was du da sagst. Okay, gut, dann machen wir noch willkommen. Einmal. Sicherheitshalber. Nee, warte mal, ich bin noch nicht startbereit. Ich mache jetzt Folgendes. Optionen, Steuerung und dann stelle ich mal ganz schnell auf Maus und Tastatur um und dann schauen wir mal. So. Ja. Boah, Alter, da muss sowas mal vorher reinkommen wieder. Wie war denn das hier so? Bäh. Ah, noch ein... Ja, ja. Nein. Ja. Okay, so, dann versuchen wir es so nochmal. Wie... Fuck, wie ziele ich nochmal? So, okay. So, das ist dann aber wirklich das letzte Mal versprochen. Ich meine nur, dass man hier einen Silberschlüssel bekommt und wir brauchen natürlich alle Silberschlüssel, um die letzte Kiste öffnen zu können. Oder die erste Silbertruhe, die wir dann überhaupt öffnen, die erste und letzte. Ah, fuck, der war knapp daneben. Wahrscheinlich bin ich mit Maus und Tastatur genauso schlecht wie jetzt mit Controller, weil ich jetzt Maus und Tastatur hier wieder nicht mehr gewohnt bin. Okay, aber mehr als vorher. Uff. Da sehen wir mal, wie viel... Wir haben einen Sieger und einen neuen Punkterekord. Tollen Rubin. Ach komm, leck mich doch. Ich glaube, hier gab es vielleicht doch keinen Dingens. Okay, so, dann machen wir hier wieder Controller. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann, glaube ich, immer wieder der Hauptquest ein wenig nachgehen sollten. Ich würde nochmal in die Heldengilde dann gehen und schauen, was wir da noch so haben. Und vielleicht hier und da noch ein paar Pünktchen verteilen, ne? Und dann wird es auch mal wieder Zeit für die Hauptquest. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Däumchen nicht vergessen, gerne den Channel abonnieren und bla, das Übliche, ne? Wir sehen uns morgen wieder um 12 bei Fable Anniversary. Bis dahin, haut rein. Tschüss.